BSF nahe Umul nach Schlaganfall-Drama, mein Körper streikt. Ein Drama, das ihr Leben vollständig veränderte. Über 2 Jahre ist es inzwischen her, dass diese Nachricht die Bauersucht-Frau-Fans zutiefst schockierte. Nahe Umul erlitt beinahe einen Schlaganfall. Der Zuschauerliebling, der seit 2010 mit Bauer Josef verheiratet ist, konnte sich von den Strapazen des schlimmen Ereignisses inzwischen erholen. Nahe Umul merkt aber auch, dass der Körper nicht mehr so mitmacht, wie er soll, sie fühlt sich völlig fertig. Derzeit kämpfe sie gegen eine fiebrige Erkältung und befürchte, es könne auch eine Grippe sein, verriet die tapfere Thailänderin der Zeitschrift Das Neue Blatt während eines Besuchs in ihrem Wohnort im Chiemgau. Doch das sind nicht ihre einzigen gesundheitlichen Beschwerden, mein Körper streikt, er kann nicht mehr. Mein Rücken, mein Blutdruck, ich habe einfach keine Kraft mehr. Und ich bin nicht mehr so belastbar wie früher, klagte die 52-Jährige. Hinzu komme, dass sie nach diesen Vorboten eines Schlaganfalls mehr auf sich aufpassen müsse. Immerhin braucht die Frohnatur nicht nur für den Bauernhof und ihren Mann jede Menge Energie, sondern auch für einen möglichen Familienzuwachs. Mitte Februar war bekannt geworden, dass ihre Enkeltochter adoptieren möchte. Zurzeit lebt die Kleine mit dem Spitznamen Mable noch bei ihrem leiblichen Vater Jack in Thailand.